10% Cashback zum Beispiel bei Lidl, Aldi oder auch bei Amazon Prime, bei Netflix, bei E.ON oder auch bei Spotify. Ganz ehrlich, Freunde, ich habe es mir nicht vorstellen können, aber sowas gibt es tatsächlich. Aber an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal, Holly hier vom Dividenden-Backpacker-Kanal. Ja, Freunde, die Rede ist vom Vivid Money. Vivid Money, eine neue Online-Banking-App, die wo jetzt hier auch in Deutschland Fuß gefasst hat. Und zwar steht dort die Solaris Bank im Hintergrund. Das heißt einfach auch, du hast diese ganzen Regularien von Deutschland. Die Solaris Bank werden ja auch einige von euch kennen, die wo zum Beispiel über Trade Republic eben Geld überweisen bzw. Trade Republic nutzen. Ja, aber Vivid Money ist noch viel, viel mehr. Also es ist mega interessant, das Ganze. Und ich möchte dir jetzt einfach gerne gleich diese ganzen Vorteile aufzeigen dürfen. Natürlich auch mein Pocket zeige hier. Es gibt hier diese kostenlose Metallkreditkarte. Ganz ehrlich, Metallkreditkarte, die überlebt mich. Es ist so krass einfach. Ja, auf jeden Fall, ich bin seit Anfang Oktober dort selbst Kunde, habe schon einiges an Cashback erhalten. Aber es gibt nicht nur dieses Cashback, es gibt auch was für dich. Und zwar hier ein bisschen Werbung natürlich. Wenn du unten meinen Link hernimmst, kriegst du 20 Euro Bonus mit diesem Link. Und zwar diese 20 Euro Bonus bekommst du aber erst, wenn du einmal über 20 Euro ausgegeben hast. Aber mal ganz ehrlich, so ein Einkauf bei Lidl oder Aldi hat schnell mal über 20 Euro. Nicht nur diese 20 Euro Bonus bekommst du dann, sondern auch diese 10% Cashback. Und das ist halt mal richtig, richtig nice. Fairerweise sei gesagt, wenn du diesen Link unten nutzt, ich krieg ebenso 20 Euro und ich bedanke mich da schon mal gleich herzlichst bei dir, wenn du diesen Link nutzt. Und jetzt kommen wir gleich direkt am PC ran. Ich erzähle dir jetzt einfach mal diese ganzen Vorteile und ich zeige dir dann auch in der App drinnen, welche Unternehmen dort aktuell diese oder welche Unternehmen man dort eben hat aktuell, wo man diese 10% Cashback bekommt. Und das ändert sich auf jeden Fall ja alle paar Monate, Quartale, wie auch immer. Bin da echt schon gespannt, was dann eben im Dezember dann Neues hinzukommt. Ja, auf jeden Fall eben diese Standardversion, die habe ich persönlich. Das kostet halt einfach gar nichts. Und es gibt halt auch diese Vivid Prime, die nutze ich oder du dann eben auch die ersten 3 Monate völlig kostenlos. Und danach, wenn du das haben möchtest, kostet es einfach 9,90 Euro pro Monat. Ja, kostenloses deutsches Bankkonto. Auf der App zeige ich dir dann eben diese ganzen Pockets. Du kannst bis zu 15 verschiedene Unterkonten haben. Diese extra sichere Metallkarte gibt es gratis übrigens dazu. Das überlebt wirklich jeden. Und hier zum Beispiel der erste Unterschied. Bis zu 40 Währungen in verschiedenen kostenlosen Pockets ist bei der kostenlosen Version. Und bei der Kostenversion ist bis zu 107 verschiedene Währungen. Ich persönlich kriege jetzt bloß in Anführungsstrichen 20 Euro Cashback im Monat. Wenn du jetzt ein Abo nimmst, genau so nennt man das Ganze, kostet es mal 10 Euro mal davon abgesehen, aber du kriegst 100 Euro oder bis zu 100 Euro Cashback und das lohnt sich halt zum Beispiel bei jemandem wirklich, der wo die Abos hat, vielleicht sogar eine Family, der wo ein bisschen mehr für Lebensmittel ausgeben muss und so weiter und so fort. Aber muss, wie gesagt, jeder selbst entscheiden. Hier 10% Cashback mit unserem Champion-Programm. Das zeige ich dir dann gleich am Handy. Bis zu 10% auf beliebte Marken, die zu dir passen. Und dann gibt es halt hier eben beim Abo dieses 10% Cashback bei vielen Online-Diensten. Das habe ich halt jetzt zum Beispiel nicht dabei. Du hast 3% Cashback auf alle Einkäufe in Restaurants und Cafés außerhalb Europas, das ist halt auch richtig nice. 1% Cashback auf absolut alle Einkäufe außerhalb Europas. Wenn du zum Beispiel Reisender bist, ist das natürlich auch richtig, richtig interessant. Dann natürlich auch diese ganzen gebührenfreien Zahlungen, weltweit gebührenfreien Überweisungen, Lastschriften und so weiter und so fort. Also es ist echt richtig, richtig nice. Und Währungsumtausch zum aktuellen Wechselkurs bis zu 40 verschiedenen Währungen bei mir. Wenn jemand das Abo nimmt, eben bis zu 100 verschiedene Währungen. Ja, und dann eben kostenloses Bargeld abheben weltweit bis zu 200 Euro pro Monat. Aber da ist gesagt, da gibt es so eine kleine Klausel drinnen. Du musst jedoch mindestens 50 Euro abheben. Das habe ich mir echt gemerkt, weil das ist auch wichtig.
ja, Geld sicher eben aufbewahren, diese Einlagungssicherung, eben das typisch Deutsche, diese 100.000 Euro auf alle Konten kostenlos, sicher und kostenlos eben zahlen oder kontaktlos, scusi, extra sichere Karte. Und dann hast du eben bei dem Abo-Modell kostenlose virtuelle Karten für sicheres Online-Shopping. Ganz ehrlich, die haben auch scheinbar einen 24-7-Support. Habe ich noch nie nutzen müssen, weil es ist ja eigentlich selbsterklärend. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt doch einfach mein Pocket an, dass du das da auch ein bisschen siehst. Weil das ist halt richtig, richtig interessant, das Ganze. Und zwar sind wir hier jetzt gleich drinnen bei fangen wir bei der Startseite an. Mein Pocket, ich habe aktuell noch 63 Euro drauf und dieses Stock Reward. Hier könnt ihr jetzt noch eben neues Pocket anlegen, aber brauche ich ehrlich gesagt nicht. Und dieses Stock Reward, das ist eben das, wo du dein Cashback dann lagern tust quasi. Und zwar kannst du dann Aktien auswählen. Und dort wird dann dein Geld investiert. Also das ist halt richtig, richtig nice. Ich habe mir halt für die Intel-Aktie entschieden. Ja, leider Gottes 4% im Minus schon. Natürlich mein Cashback etwas weniger geworden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktie hast, die wo halt 10, 20, 30 oder 100% steigt, so steigt halt eben auch dein Cashback. Und das ist halt zusätzlich nochmal was richtig, richtig Nices. Jetzt schauen wir einfach meine Zeitleiste an. Und zwar am 7. Oktober habe ich angefangen, einfach 200 Euro vom Sparkassenkonto rüber überwiesen und dann einfach mal probiert, bei Lidl, Aldi und Co. einzukaufen, auch in Slowenien. In Slowenien habe ich dann eben diese 0,01% Cashback bekommen. Und ja, finde ich richtig, richtig nice, weil ich nutze das halt hauptsächlich für einen Lebensmitteleinkauf. Eben durch den, dass ich den zweiten Kanal habe, kommt mir das halt richtig gelegen. Und hier sieht man halt jetzt zum Beispiel das Prime Cashback. Und zwar Amazon Prime, eben YouTube, Netflix, Spotify, Badoo, Tinder, Nintendo, PlayStation, Xbox, also alles, die wo halt hier so Abos haben, für denen könnte es definitiv interessant sein, dieses Abo abzuschließen. Ich nutze, wie gesagt, kaum Abos, deswegen ist für mich bloß dieses kostenlose Konto interessant. Und hier kriegst du halt bis zum 30. November sind halt diese Unternehmen jetzt mit drinnen, Lidl, Aldi, Dennis Biomarkt, Bio Company, Alnatura, Flixbus und so weiter und so fort. Natürlich auch Netflix, PlayStation, Nintendo, Spotify, E.ON, auch eben bei Strom, Yellow. Also echt richtig, richtig interessant. Ich werde das auf jeden Fall weiterhin extremst nutzen, weil das Coole ist halt eben auch, wenn ich dann im Ausland, falls mal wieder das Reisen geht, kann ich halt einfach Geld kostenlos abheben. Und ganz ehrlich, es können kaum Kreditkarten kostenlos Geld im Ausland abheben, so ehrlich bin ich. Und wenn, dann zahlst du halt extremst viel dafür. Und ja, auf jeden Fall Vivid Money echt richtig, richtig nice. Ich werde das weiter nutzen, verfeiere auch diese Metallkarte, volle Lotte. Und wie gesagt, wenn du Bock hast, dir dort auch eben sowas zum Holen, also was heißt sowas, eben die App und eben auch die kostenlose Version. Unten ist der Link drinnen, 20 Euro Bonus für uns beide, wenn du einmal über 20 Euro einkaufen gehst. Würde mich da auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Einschalten, Freunde. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in eins meiner nächsten Videos wieder. Ich wünsche dir bis dahin das Allerbeste. Ciao, Servus, dein Holly.